Hallo zusammen, hier ist wieder der Hans von degröschke.de oder degröschke.com mit unserem 12. Trading-Blog heute und heute auch mal live. Dann wollen wir auch gleich mal starten. Heute würden wir gerne zwei Trades vorstellen und zwar auf unseren SPX. Das ist ja der S&P 500 Index. Dann wollen wir gleich mal zu unserer neuen Seite ein paar Sachen vorab. Das sind hier diese zwei Trades, Trade Nummer 13 und Nummer 18, die wir durchgeführt haben. Und eine Sache vorab, wir haben angefangen jetzt bei den Trading Vlogs, die wir bereits veröffentlicht haben, diese auch gleich hier mit als Video zu integrieren, damit ihr es auch leicht habt, das alles nochmal etwas einfacher nachzuvollziehen. So, dann wollen wir gleich mal anfangen. Hier ist unser erster Trade und zwar ein Put-Credit-Spread auf den SPX. Der ist am 8. März eröffnet worden, wie ihr hier sehen könnt. Und dieser Trade wurde fast 8 Tage lang gehalten, am 16. März geschlossen. Und ganz interessant und neu in der Geschichte ist, da diese Position relativ weit aus dem Geld war, haben wir diese Position einfach wertlos verfallen lassen, so dass wir hier keinen Rückkauf hatten und auch keine Fees dafür zahlen mussten. Am Ende hat dieser Put-Credit-Spread mit der Stillhalterposition bei 2,320 und der Hedge-Position, also die Long-Position, bei 5 Strikes weiter unten, bei 2,315, dann doch etwas happig sein können mit einem Gewinn von 21,93 $. Wichtig ist es hier auch nochmal zu sehen, dass wir immer klein geblieben sind mit nur einem Kontrakt und auch nur ein Strike wirklich riskiert haben. Bei dem SPX ist das ja so, dass die kleinste Einheit immer 5 Dollars sind. Und die Position wurde damals geöffnet, als SPX auf 2370 Dollar notierte, mit einer Prämie von 25 Dollar. Die Fee ist natürlich nicht zu vergessen, sehr wichtig immer zu berücksichtigen, von 3,07 $. Auf den SPX sind die Fees immer etwas teurer. Das war ja dann auch okay. Und dadurch, dass wir hier eine Strike-Differenz hatten von 5 Dollar mal der Bezugsmenge von 100, das sind 500 Dollar Risiko abzüglich dieser Prämie unter Berücksichtigung der Fees, ergab das dann ein Gesamtrisiko von ca. 478 Dollar. Die Maximalgewinnquotient, die wir unter Berücksichtigung dieser Fees und der Maximalrisiken bekommen konnten, lag bei ca. 5,23%. Tatsächlich haben wir aber 4,59% rausholen können, mehr als 50%. Das hat uns natürlich sehr glücklich gestimmt und mit der Haltedauer oder unter Berücksichtigung des Haltedauers von 8,67% Tagen und auf den Jahr hochgerechnet, war das ein Gesamtergebnis von 193,19%. Interessant nochmal zu sehen hier, das haben wir mittlerweile hier rein integriert, ist unser G&V-Diagramm eines Put-Credit-Spreads. Hier könnt ihr nochmal ganz klar sehen, dass die Position eine bullische Strategie ist, weil hier dieser Bereich die Prämie ist, die wir erhalten haben. Und solange die Position weiter oben bleibt, also über unserem Short Strike, sind wir in der Gewinnzone. Sollte die Position dann doch weiter runtergehen, beziehungsweise unser Basispreis unter unserem Short Strike kommen, kommen wir so nach und nach in die Verlustzone. Das ist nochmal ganz interessant hier rein integriert. Und wir haben das jetzt so programmiert, dass das eigentlich jetzt auch kleiner und größer gemacht werden kann, falls man sich das etwas genauer angucken möchte. Natürlich ist noch kein Video für dieses Trade vorhanden, weil wir das ja jetzt heute erst machen.
Der zweite Trade, den ich gerne vorstellen möchte, hängt mit diesem Trade 13 zusammen. Das war unser Trade Nummer 18, ist ein Call Credit Spread und ich diskutiere diese zwei Trades zusammen, weil wir diesen Trade während des Laufzeits des Put Credit Spreads eröffnet haben und zusätzlich einfach nochmal einen riesen Happen an Prämien erhalten konnten, ohne dass wir zusätzliche Margin hinterlegen mussten. Also das hier kann ignoriert werden, weil wir einfach dadurch, dass wir schon einen Put Credit Spread auf hatten und auf diesen Put Credit Spread ein Call Credit Spread eröffnet haben, haben wir diese Position in Effekt in ein Ion Condor umgewandelt und so musste lediglich nur für eine Seite Margin hinterlegt werden, sodass diese Position insgesamt 25, 26, 46 Dollar in Profit auswerfen konnte. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal in unserem Chart an hier. Wie immer habe ich diese Position schon für uns vorgezeichnet. Hier diese Position ist unser Put Credit Spread und diese Position hier unser Call Credit Spread. Ich zeichne das nochmal kurz hier rein. So, ich bin da jetzt nicht so begabt, aber ich glaube, das ist klar genug. Und man sieht, dass unsere Stillhalterposition hier im Bereich 2350 und 2 und 5 Strikes, 1 Strike oder 5 Dollar weiter unten, unsere Hedge-Position von bei 2345 gesetzt wurde. Und einen Tag später, wie ihr sehen könnt, unser Call Credit Spread draufgestellt sozusagen im Bereich 2400 unsere Stillhalterposition, also die Short-Position und 5 Dollar weiter oben bzw. ein Strike weiter oben die Hedge-Position bei 2405. Ziel der ganzen Geschichte hier ist, dass die Position nicht einer unserer Short-Strikes durchbricht. Das ist dann auch passiert und dadurch, dass diese Position hier, unser Call Credit Spread zum Zeitpunkt der Schließung hier nochmal der Preis richtig gut runtergegangen ist, haben wir dann nochmal happig unsere 24 Dollar verdienen können und die Position dann auch geschlossen, unser extra Premium einkassiert und dadurch, dass jetzt auch zum Verfallzeitpunkt auf unserer Put-Seite der Preis sehr, sehr stark hochgegangen ist, haben wir entschieden, das machen wir normalerweise nicht, außer das Risiko ist relativ gering, dass der Ausübungspreis tatsächlich sich nicht so stark bewegt. Das ist beim SPX ein bisschen riskant, dadurch, dass die Sollstellung des Verfallspreises etwas anders funktioniert, aber das möchte ich jetzt nicht zu kompliziert gestalten. Darauf komme ich vielleicht nochmal in den nächsten Videos ein. Auf jeden Fall hat uns die Preislage ermöglicht, diese Position einfach wertlos verfallen zu lassen, sodass wir am Ende, jetzt muss ich nochmal kurz zurück, oh nein, das Ganze hat sich zurückgestellt. Ich gehe da mal eben zurück, hier in unserem Trading Journal, sodass die ganze Situation es uns ermöglicht hatte, diese Position, unseren Put Credit Spread hier einfach wertlos verfallen zu lassen. Nochmal einmal zurück zum Chart. Wichtig ist einfach hier nochmal zu beobachten, dass die historische Volatilität unter unserer impliziten Volatilität lag. Das hat uns nochmal zusätzliche Gewinnwahrscheinlichkeiten ermöglicht und in keinem Zeitpunkt hier, wie ihr sehen könnt, waren entweder unser Put Credit Spread noch unser Call Credit Spread wirklich in Gefahr. So, ich hoffe, unser Trade Vlog Nummer 12 hat euch gefallen und bis Freitag dann. Schönen Tag noch zusammen.